Ich begrüße euch zu meinem ersten Vloggy. Hallöchen, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich versuche das Ganze hier wirklich immer kurz und knapp zu halten. Ein paar Punkte habe ich heute, die ich euch zeigen möchte, wo ich euch mitnehmen möchte. Und ich fange heute einfach auf meinem Chaosbett an. Ich habe ja Betten gemacht. Ich habe mich auch gestylt, dazu dann gleich ein bisschen mehr. Und ich möchte starten. Ich habe nämlich von der lieben Nicole Nina Wiener Paletten bekommen. Und ich habe ja am Anfang überlegt, es in Videos zu packen, mich zu schminken, euch zu zeigen, schwarz zu machen. Und jetzt habe ich aber einfach so ein 5 Days, 5 Looks Teil gedreht. Ich habe Fotos gemacht und möchte mit euch über die einzelnen Paletten kurz sprechen, damit ich euch mal mein erstes Fazit dazu sagen kann. Die werden natürlich bei den Palettenreisen dann auch wieder auftauchen. Aber ich wollte mich da einfach schon vorab durchtesten und deswegen besprechen wir die jetzt mal. Ich starte einfach querbeet und beginne mit einer Palette von Rival Love Me. Und zwar Galaxy by Maxime, diese hier. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen vom Licht her. Aber ich wollte einfach bequem mit euch plaudern. Hat keinen Spiegel und kommt innen so daher. Ich werde euch da auf jeden Fall den Look dazu einblenden, den ich fotografiert habe. Das ist eher etwas sehr, sehr Dunkles. Ich muss sagen, ich tue mir richtig schwer mit der Palette. Sie ist zwar farblich wirklich hübsch, aber es war gar nicht so leicht, einen Look hinzubekommen. Es ist dann eben etwas sehr, sehr Dunkles geworden. Ich mag sie, aber gehört auf jeden Fall nicht zu meinen liebsten Paletten, die ich so in meiner Sammlung habe. Der nächste Look ist auch von Rival Loves Me und zwar von der Frosty Poem Eyeshadow Palette. Also sehr, sehr passend, finde ich, zu der aktuellen Jahreszeit. Und kommt auch ohne Spiegel und ist mit einem Haufen Glitzer. Und ihr könnt sehen, wenn man da einmal hineingeht, da glitzert es dann schon wahnsinnig. Der Look dazu hat mir recht gut gefallen. Ja, ich würde auch nicht sagen unbedingt alltagstauglich, aber er hat ja irgendwas Besonderes, was Hübsches. Und die hat mir auf jeden Fall eine Spur besser gefallen als die vom Maxime Giacomo. Dann haben wir einen Look, den ich, da hätte ich mir echt mehr erwartet. Und zwar ist die Rede von der Luvia Hidden Forest Palette. Das ist diese hier. Wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, mein Papa baut gerade neue Kästen auf. Die haben sich neue Kästen besorgt. Das ist diese Luvia Palette. Und die kommt mit Spiegel und innen sehr neutral, würde ich sagen. Und so ist auch der Look. Also ich muss sagen, der Look, ja, ist jetzt nichts Überwältigendes mit der Palette. Okay, aber haut mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker. Ja, und dann haben wir noch zwei Paletten. Und zwar eine, die mich richtig begeistert hat, und zwar von Revolution. Diese Tummy X Palette habe ich probiert. Und da muss ich sagen, ist der Look echt schön geworden. Bildchen seht ihr hoffentlich schon. Ich öffne gerade die Palette. Hat auch einen richtig großen Spiegel. Und sieht innen so aus. Ja, schöne Farben. Auch alltagstauglich, aber das hat gut funktioniert. Ich mochte es und der Auftrag war richtig gut. War eine sehr schöne Palette und ja, die freue ich mich dann weiter zu testen. Die hat echt Spaß gemacht zu probieren, aufzutragen. War ganz nett, muss ich sagen. Ich packe sie nur gerade wieder ein. Und dann sind wir auch schon beim letzten Look und das ist die Palette von Rival de Loop. Die Slow Journey Palette. Diese hier, auch sehr spiegelig. Also auch mit so Spiegelpfanne. Spiegelhaft wollte ich eigentlich sagen. Ich kriege es jetzt gerade nicht auf. Die ist leicht immer ein bisschen schwer zu öffnen. Leicht umständlich wollte ich sagen. Ich bekomme sie leider nicht auf. Moment. Ich gebe mein Bestes. Ach Gott. Ah, jetzt. Der hat auch noch so einen Applikator dabei mit Spiegel und innen sieht das Ganze so aus und das ist der Look, den ich auch heute trage. Den habe ich schon geschminkt und ich möchte noch ein Video drehen und habe heute noch ein bisschen was vor und deswegen halte ich mich da auch ein bisschen gegen das Licht, dass ihr das gut erkennen könnt und die war richtig toll. Die hat so richtig schöne Glitzertöne und die kommen auch mega gut aufs Auge, finde ich. War toll heute zu schminken, hat mich gefreut, hat mich da ein bisschen kleidungstechnisch angepasst, fand ich top und mochte ich sehr, sehr gerne. Also das zu diesen fünf Paletten. Ich habe mir gedacht, ja, ich schminke mich täglich ein bisschen anders, blende euch das dann in Fotos ein, dass ihr mal so ein Gefühl davon bekommt, wie ich die finde. Ich würde sagen, ja, ein, zwei Paletten werden wahrscheinlich auch meine Sammlung wieder verlassen.
Und der Rest darf auf jeden Fall eine zweite, dritte Runde bleiben. Und ja, mal schauen, wie sich diese Paletten für mich dann noch entwickeln. Aber nur mal so viel zu diesen Paletten, weil da waren richtig viele dabei und dass ich da den Überblick nicht verliere. Und ja, durch den Umzug und so ist das natürlich dann schwierig, dann mehr auszutesten. Und ich habe es am Anfang eingeblendet. Wir haben heute den 6.12. Und das heißt, meine Spannung ist sowieso riesig groß. Vielleicht merkt sie auch, dass ich ein bisschen hibbelig bin, morgen wer es so wird. Und ich würde den vielleicht den Mietvertrag unterschreiben. Ich bin super gespannt und das werde ich euch natürlich auch festhalten. Wird noch ein bisschen dauern, bis ihr das dann wieder seht. Aber darauf bin ich mega, mega gespannt. Und ich habe aber trotzdem jetzt gestern oder vorgestern habe ich weihnachtlich dekoriert, dass der YouTube-Hintergrund zumindest ein bisschen was Weihnachtliches hat. Und habe mir gedacht, ich werde euch das gerne jetzt zeigen, damit ihr seht, was euch in Zukunft bei meinen normalen Videos so erwarten wird. Und werde ich da mal ein bisschen durchführen. Vielleicht kann ich zu dem einen oder anderen etwas sagen. Ich schaue jetzt gerade, weil genau dahinter ist das Ganze aufgebaut. Und zeige euch das mal kurz, wie ich es jetzt umdekoriert habe. Ich werde wahrscheinlich doch noch den ganzen Dezember und wahrscheinlich Jänner auch hier verbringen in meinem kleinen Kämmerchen. Und deswegen dürft ihr auch ein bisschen Deko da einziehen. Und das schauen wir uns jetzt dann an. Die Kamera einmal geschwenkt und hier seht ihr den ersten Blick meines Videohintergrundes. Und ihr könnt auch vielleicht da hier erkennen, dass dahinter da meine Router fürs Internet sind, die ich dann immer versuche ein bisschen zu schmücken, damit sie nicht so auffallen. Ist euch das eigentlich schon mal in den Videos aufgefallen, dass diese Router da hier sind? Oder ja, nehme nur ich das so wahr. Ich gehe mal näher ran und stelle euch hier ab. Und besprechen das einfach mal durch, was hier alles so drinnen steht. Und zwar beginnen wir hier oben. Und da könnt ihr sehen, diese beiden Glasgefäße, die ich mir ja aus dem Abverkauf gekauft habe. Und ja, die sind für mich wirklich absolut weihnachtlich. Ich habe die jetzt gefüllt mit so ja, LED-Tee-Lichtern. Und die gebe ich dann immer raus für die Videohintergründe. Und dieses Häuschen kennt ihr eigentlich auch schon. Das ist ja dieses Dekohäuschen, was auch vorher schon dekoriert war. Und die dahinter, das ist ein Häuschen aus dem Ernestings Family Dreierpack, das ich euch im letzten You-In gezeigt habe. Und da drüben habe ich noch einfach einen klassisch goldenen, ja, Weihnachtsbaum dazu dekoriert. Ich finde, dass das schlicht, modern und irgendwie trotzdem so Winterfeeling hat. Und wenn ich euch dann darüber schwenke, dann seht ihr meine heißgeliebte Porzellaneule, die ich mal von meiner lieben Freundin bekommen habe, die ich eigentlich immer dekoriere. Die ist super klassisch und gefällt mir gut. Ein weiteres Häuschen, auch von diesem Ernestings Family Paket und dahinter einen Zirbenstern, den ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, bitte nagelt mich nicht fest, auch bei diesem Party Light Sale gekauft habe. Da habe ich euch ja gesagt, dass der Mann immer Zirben Produkte herstellt und das ist dann dieser Stern davon und ja, das gefällt mir so recht gut und dann werden wir uns einen, ja, Stock tiefer widmen und da sieht das Ganze so aus. In der Ecke, ich drehe euch mal ein bisschen, habe ich wieder so ein Porzellanhäuschen, wieder mit einem Licht und daneben die Kerze, die ihr schon aus dem Herbsthintergrund kennt und auch dieses Tannenbäumchen hinten. Und die beiden Freunde sind jetzt neu eingezogen in dieses Kästchen, die habe ich letztes Jahr super günstig im Abverkauf geshoppt. Ich glaube, bei Obi war das. Obi hat auch richtig süße Weihnachtsdeko und da habe ich die geholt. Die habe ich auch noch eine Spur größer, aber ich wollte das Ganze nicht so überfüllen, weil ja trotzdem ein Umzug vielleicht ansteht und somit, ja, wollte ich das Ganze nicht zu übertreiben. Aber ich wollte halt auch ein bisschen mehr reinbringen als nur dieses Gold-Weiß-Holz. Und deswegen habe ich die zwei Freunde auch ausgepackt und dekoriert. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die unhübschen Router fürs Internet. Und davor habe ich nochmal so eine Weihnachtsstadt versucht aufzubauen, die mir nicht unbedingt hundertprozentig gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das könnte schöner sein mit einem Tablet, aber da sind mir eben die Router im Weg. Und ich würde sagen, so für die nächsten 3, 4 Wochen wird das absolut ausreichend sein. Aber ich kann es euch jetzt schon sagen, ich freue mich mega,
wieder etwas Eigenes zu haben und dort dann wieder ausführlich zu dekorieren. Und nächstes Jahr Weihnachten, Leute, da könnt ihr euch gefasst drauf machen. Sollte ich bis dahin wirklich eine passende Wohnung haben, dann lassen wir es Weihnachten so richtig, richtig krachen. Das sind wieder zwei Häuschen, die ihr schon kennt. Und das war das dritte Häuschen aus diesem Anything's Family Paket. Und dieses Häuschen und auch dieses Häuschen hier, das sind zwei Häuschen von Depot, die nicht unbedingt günstig waren, aber die habe ich letztes Jahr gekauft und ich glaube, ich habe sie auch heuer schon gesehen. Ja, so viel dazu zu meiner Weihnachtsdeko. Ich habe mich jetzt da schnell umgedreht, weil ich habe noch etwas, was ich euch super gerne zeigen möchte. Ich hole es nur gerade und zwar habe ich mir in den letzten Tagen bei TK Maxx eine neue Winter- und Übergangsjacke geholt. Eigentlich würde ich sie ja gerne anziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir dann selber im Bild stehe. Moment, ich schwenke die Kamera anders, dann kann ich es euch auch angezogen zeigen. Ich habe sie jetzt schon einmal angezogen, dass ich sie euch zeigen kann. Und zwar ist es so eine olivfarbene. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Die ist eben so olivfarben. Ein bisschen länger. Ich schwenke mal die Kamera anders. Und die ist eben ein bisschen länger, hat hier so einen Schlitz und ja, eine Kapuze kann man eben schließen und die ist in so einem schönen Olivgrün, wie ich es gerne habe, hat eine Kapuze und die ist von der Marke Bench und Leute, der Preis ist unschlagbar. Ich mache euch jetzt mal nur hoch, der Preis ist unschlagbar. Ich habe tatsächlich für diese Winterjacke nur 60 Euro bezahlt, richtig mega und gefällt mir unheimlich gut. Also dieses Oliv ist etwas, das mir aktuell richtig gut gefällt. Und da habe ich mich gefreut, die mitzunehmen. Und ich habe noch eine zweite Jacke, die ich auch richtig cool finde. Die aber dann erst wieder ist für den Übergang, würde ich sagen. Und die hat innen so ein Teddyfell. Und ihr seht schon, die ist von Donna Karan New York. Und die ist außen schwarz, innen eben mit Teddyfell, aber auch richtig schön. Hält aber auch, glaube ich, warm. Also es ist nicht so, dass ich sage, sie hält nicht warm. Ist auch ein bisschen länger, auch da schwenke ich euch wieder. Moment. Ist auch ein bisschen länger und hat hinten ja, auch eine Kapuze und innen hat es eben so einen süßen Teddystoff, den ich richtig cool finde, auch mit Kapuze. Hier hat man nochmal das Logo und hat auch hier so Seitentaschen. Finde ich auch richtig, richtig cool und bitte verurteilt nicht mein Chaos hier hinter mir. Es ist nun mal einfach so, dass ich in einem Zimmerchen wohne. Ich habe schon Kommentare von euch bekommen, dass es ein bisschen chaotisch bei mir hinten aussieht. Das liegt einfach daran, dass eine ja, ein kompletter Haushalt hier in dem Zimmer eingezogen ist. Und normalerweise würde es bei mir nicht so aussehen, aber durch die Umstände ist das halt einfach so. Und deswegen habe ich da auch ein bisschen Chaos hinter mir, wenn ich nicht gerade den Videohintergrund zeige. So viel zu den Jacken. Ich bin da mega begeistert. Ich werde jetzt noch ein Video drehen und vielleicht kann ich euch nachher mitnehmen, wenn es für mich nochmal unterwegs. Also ich bin nachher nochmal unterwegs und vielleicht nehme ich euch da ein bisschen mit. Da verrate ich aber noch gar nicht so viel. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch Video drehen und ein bisschen was vorbereiten. Die Adventkalender warten nämlich abgedreht zu werden und das muss ich auf jeden Fall vorher noch schaffen. Und das werde ich jetzt probieren und ja, dann nehme ich euch vielleicht nachher mit, dass ich euch zeige, wo es für mich noch hingeht. Mein Chaos nach dem Videodrehen. Also hier hat wirklich die Bombe eingeschlagen. Ich lege mir das dann immer alles hier so hin. Und ja, das gehört jetzt noch zusammengeräumt. Dann mache ich mich fertig, denn dann muss ich auch schon los. Und ja, das war mal so ein Behind the Scenes zu meinen Adventkalendern und zu einem Video, was ich drehe. Ich habe mir die Lippen
noch dazu gemacht, Schmuck reingegeben, geschminkt war ich schon. Und jetzt mache ich mich fertig, dass ich auch wirklich loskomme, dass ich noch rechtzeitig zu meinem Termin komme. Ich verrate euch dann im Auto, wo es für mich jetzt hingeht. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht für das Treffen. Bin auch schon zeitlich ziemlich, ja, im Verzug wieder mal. Eigentlich bin ich eine pünktliche Person, aber manchmal trödel ich einfach zu viel. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt los. So, ich bin angekommen und habe mich schon eingeparkt. Wundert euch nicht, dieser Wuschel hier, das ist so eine süße Eule. Seht ihr jetzt gerade nicht. Und warte hier auf meine liebe Freundin. Ich weiß gar nicht, ob ich erwähnt habe, mit wem ich mich treffe. Ich habe mich verabredet mit der lieben Pamela. Sie hat hier auf YouTube auch einen Kanal. Pamelas Beauty Place heißt der. Verlinke ich euch unten gerne in der Infobox. Schaut da unbedingt rein. Eine richtig verrückte Nudel, habe sie richtig gern. Und wir treffen uns auch privat. Und ja, da warte ich jetzt eben gerade auf sie. Sie hat schon geschrieben, sie wird sich ein bisschen verspäten, was jetzt absolut nicht schlimm ist. Das Licht lässt auch schon zu wünschen übrig, wie man sieht. Habe mich auch dick eingepackt. Heute hat es auch wieder nur so um die 2 Grad. Und warte jetzt auf sie, bis sie kommt. Ich hoffe, dass ich da aus meiner Parklücke auch rauskomme. Denn da ist noch relativ viel Schnee. Und ja, vielleicht kann ich euch ein bisschen was einfangen. Aber wir wollen dann doch lieber für uns sein. Aber nur, dass ihr wisst, ich bin schon mal angekommen. Übrigens, den fertigen Look. Ich habe da jetzt nur mal einen Lip Liner und einen Lippenstift aufgetragen und der Lippenstift ist einer von Charlotte Tilbury. Ich warte jetzt auf die liebe Pamela und freue mich auf, glaube ich, einen guten Kaffee, vielleicht was Süßes. Wir werden sehen. Ich bin nun wieder zu Hause. Ihr seht, ein bisschen fertig war, ein schöner Nachmittag und ja, ich konnte euch dort nicht unbedingt mitnehmen. Ja, es war einfach zu viel los und ja, ein bisschen schwierig und ich blende euch aber super gerne ein. Wir haben lecker Kaffee getrunken, ein bisschen was gegessen. Ich habe mir so einen Haselnussdonut gegönnt. Echt lecker. Und wir haben ein Foto gemeinsam gemacht. Das machen wir eigentlich immer. So als Erinnerung, obwohl wir uns eh regelmäßig sehen. War echt witzig, war ein schöner Nachmittag, hat gepasst. Und zum Abschluss des Vlogs oder des Vloggies, würde ich sie hier ja nennen, auch für mich noch sehr ungewohnt, möchte ich euch noch meine Beleuchtung im Zimmer zeigen. Und dafür nehme ich euch kurz mit und drehe das Bild, damit ihr seht, was mich so begeistert. Ja, und das ist noch meine Weihnachtsbeleuchtung bei meinem Fenster, die mich, wenn es dunkel ist, dann noch ein bisschen aushält. Und ja, mit diesen Bildchen, die ich mich aus diesem Vloggy, aus dem ersten Vloggy, ja, verabschieden und freue mich, wenn es euch gefallen hat und ja, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Habt einen schönen Tag, Abend, wie auch immer und bis bald. Tschüssi, Baba.